Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play The Evil Within The Assignment. Und ich habe etwas, also wirklich nur ganz leicht Angst, weil hier irgend so ein Freak oder Freakin, falls es wirklich eine Frau ist, rumrennt mit Licht, also irgendeiner komischen Laterne als Kopf. Anscheinend hat sie auch den Müll, der hier rumstand, weggeräumt. Ja, irgendeiner komischen Laterne als Kopf. Der Zombie hier drin ist auch weg, oder? Wie kannst du aus? Stöckelschuhen an, Strapsen an oder Halterlosen, je nachdem. Einem riesen Mund, der ihr Torso anscheinend ist. Und sie frisst alles. Also Zombies, mich. Sucht aber irgendwie Leslie, wie es aussieht. Keine Ahnung. Jetzt frage ich mich trotzdem, wo die Zombie-Frau ist, die ich hier eingesperrt hatte. Wenn ich das Telefon benutze, klingelt einfach nur das andere und ich will eigentlich nicht unbedingt noch mehr Geräusche machen, als unbedingt sein muss. Hier drin ist ja auch nichts mehr. Ah, hier ist die Zombie-Frau. Wahrscheinlich getötet wurden von dem Monster, oder? Ich will jetzt trotzdem nochmal kurz in die andere Richtung schauen. Aber wahrscheinlich, ja, wurde das Gerümpel nur weggeräumt, damit der eine Zombie mich an der Tür anfallen kann. Falsche Richtung. Da ist nämlich das Laternenmonster gewesen. Anscheinend beeinflusst es auch meine Sinne, wenn es dieses rote Licht auf mich wirft. Deswegen gehen wir lieber mal ganz schnell hier rein. Oh nein. Laternen, Frau, Monster, Monsterfrau oder absolute Dunkelheit und alt, dreckig. Ich bleib einfach für immer hier stehen. Scheiße. Ich höre doch schon wieder Zombies, aber ich kann doch mein Licht nicht ausmachen. Ich sehe doch hier gar nichts. Ich dachte, hinten die Tür wäre aufgegangen. Oh mein Gott, bin ich erschrocken. Oh, dieses scheiß Leslie-Monster. Ich scheine auf jeden Fall schon irgendwie in diesem Firmengebäude zu sein, wie es aussieht. Das erinnert mich auf jeden Fall an dieses Gebäude. Ja, wo sollen wir sonst hin? Agentenstatus entlassen. Autorisierung ungültig. Was? Entlassen? Vielleicht kann ich es mit dem Computer öffnen. Vielleicht treibt der Chef mit mir ja ein doppeltes Spiel oder ein böses Spiel zumindest. Analysiere Daten. Ich bin nicht Leslie, verzieh dich! Und es sind übrigens Halterlose und keine Strapse. Ich hab's dieses Mal genau sehen können. Ah, wie es läuft, wie ein komplett... Ah, cool, das kann sich also Türen erschaffen. Ich möchte auch diese Fähigkeit haben. Und dann einfach raus hier.
Ich hoffe, Kidman wird klar, dass er sich auf eine... hat sein Licht benutzt. Lichtstrahl konzentrieren. Ich hoffe, dieser Kidman wird klar, dass er einfach mal totale Scheiße gebaut hat und sich niemals auf diesen wahnsinnigen Müll hätte einlassen dürfen. Wir haben also auch die Macht. Meine Gebete wurden erhöht. Sehr gut. Mit Stacheldraht verbinde ich ehrlich gesagt generell nichts Positives und in dem Spiel hier noch weniger. Wer das Hauptspiel gespielt hat, weiß, wovon ich rede. Hey! Komm schon! Und wie immer versucht das Spiel einen einfach nur mental fertig zu machen. So oft die Schauplätze zu ändern, bis man nicht mehr weiß, wo man ist. Wenn das System aktiviert wird, hören Sie ein schrilles Pfeifen. Dann können wir Ihnen nicht mehr helfen. Was passiert dann mit mir? Ich kann nur sagen, es wird verstören. Aber Leslie wird mit Ihnen da drin sein. Sie müssen ihn finden. Toll. Das war bevor ich... Leslie? Ist er wirklich hier? Dieser verrückte kleine Junge. Wahrscheinlich schon, sonst würde ja diese komische... dieses komische Frauenmonster oder was auch immer das sein soll, dieser wahr gewordene Laternenwahnsinn, wird er wahrscheinlich nicht nach Leslie suchen, wenn er nicht hier wäre. Hoffen wir, dass wir ihn vor dem Ding da finden. Ist da jemand? Leslie ist hier. Ich muss zu ihm. Muss ihn als Erster erwischen. Das habe ich doch gerade gesagt. Ach, hoffentlich gibt's auch hier wieder so eine wunderschöne Sequenz mit diesem Sonnenblumenfeld. Das war geil. Einfach nur ein Feld voller riesiger, ausgewachsener, schöner Sonnenblumen. Hui, wir können ja speichern. Ach, die Katze wieder. Scheint mein einziger Freund zu sein, wie es aussieht. Entspannung. Oh. Da oben, Leslie? Aufstehen. Ach, er stand doch gerade eben noch da. Das hat sie natürlich nicht mitbekommen, weil sie woanders hingeschaut hat. Aber er stand doch gerade eben noch hier. Wo ist der Kleine hin? Aber schön, dass er die ganze Zeit immer nur gejagt und gesucht wird. Okay. Dieses Mal eben von unserer Kidman. Wie heißt er eigentlich mit Vorname? Ich hab den Namen schon wieder vergessen. Das ist echt kein gutes Spiel für ein Let's Play, muss ich sagen. Man wird ständig unterbrochen. Man redet, man erzählt irgendwas. Und schon bekommt man wieder irgendeinen Flash. Gegenstand erhalten. Du hast ein neues Musikstück freigeschaltet. Du kannst es dir im Soundtrack-Player über das Startmenü von The Assignment anhören. Das ist ja geil. Kann sich also Musik anhören. Mhm. Machen wir vielleicht mal irgendwann, wenn ich daran denke. Denke. Mit K, nicht mit G. Denke. Nein, ich höre schon wieder Zombies. Das Licht an- und ausmachen? Nein. Ist das Leslie oder ein Zombie? Ich glaube, das ist ein Zombie.
kommen auch nirgendwo anders lang. Nutzen wir die Zeit, nehmen wir mal die Flasche mit. Sicherheitshalber. Ich glaube, die kann man den auch ins Gesicht schießen zur Not. Ich gehe mal nicht zu nah ran, weil ich keine Lust habe, dass er mich anfällt, aber... Und da scheinen auch mehrere drin zu sein. Ja, aber ich weiß nicht, ob wir da unten reinkommen, ohne dass er uns anfasst. Das sieht ganz gut aus. Na gut. Solange ich diesen Zombies aus dem Weg gehen kann, ist mir alles recht. Riesige Weinbergschnecke, die wahrscheinlich ganz gut schmecken würde. Aber erstens kann ich die weder einsammeln noch irgendwas damit machen. Und zweitens geht sie auch sonst nicht weiter. Also ist das wahrscheinlich nur als Versteck gedacht. Na toll. Verflucht. Da waren doch, keine Ahnung, 2, 3 Zombies drin in dem Ding. Wie soll ich denn da durchkommen? Ja, ich müsste mal hier reingucken. Hallo. Halt nicht. Ja, das sind mindestens 2 drin. Einer ist reingegangen, der steht da hinten rum. Ich könnte jetzt theoretischerweise die Tür aufmachen und dann zurückrennen in das Versteck. Ich glaube auch anders ist es nicht möglich, weil er scheint nicht weggehen zu wollen. Und ich kann die Tür nicht aufmachen, ohne dass er mich sieht. Oder geht er jetzt nach rechts? Nee. Er scheint mich tatsächlich nicht zu sehen. Es sind mindestens 2. Das Problem ist halt nur, ich weiß halt noch nicht mal, in welche Richtung ich muss. Muss ich da lang? Da leuchtet auf jeden Fall irgendwas. Deswegen würde ich erstmal versuchen, nach links zu gehen. Gegner anlocken. Mist, ich kann die Tür aber nicht von innen zumachen. Hä? Ich habe das Geräusch ausgemacht, aber was hat mir das gebracht? Freunde, 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 ich würde jetzt einfach mal den gleichen Weg zurückgehen, den ich gekommen bin, nach rechts gehen. Falls sie mich lassen. Hier? Okay, das Problem ist halt immer bei diesen leblosen Körpern am Boden, habe ich immer Angst, dass sie mich anfassen. Die fassen mich an, Mama. Wenn ihr angefasst werdet, teilt das jemand mit. Geht zur Polizei. Lasst euch nicht anfassen. So, Freunde, wo muss ich denn jetzt hin? Hier geht's ja auch nicht weiter. Muss ich einfach da rein? Aber da steht doch genau ein Zombie davor. Oh, ich muss also wieder eine Flasche werfen. Wir haben nicht gerne Flaschen. Wo ist denn meine Flasche überhaupt? Fuck! Meine Flasche ist weg. Hier oben steht noch eine. Nehmen die. Hallo? Oh, ich glaube, ich habe einen Bug. Ich glaube, ich habe einen Bug. Ich habe weder eine Flasche ausgewählt. Noch kann ich eine nehmen. Ich habe aber eigentlich eine gehabt und habe sie nicht weggeworfen. Und die da oben blinkt auch so merkwürdig, aber ich kann sie nicht nehmen. Scheiße, Mann. Jetzt muss ich die anlocken, indem ich sie rufe, oder was? Toll. Da habe ich ja Bock drauf. Mann.
mache ich das denn, ohne dass die mir auf den Sack gehen? Oh nein, du Behinderter! Ich wusste es! Was? Scheiße, Mann. Wo ist denn die Karte? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Die sind gar nicht mal so langsam. Oh nein. Oh, aber wo zur Hölle ist... Ach, und jetzt habe ich meine Flasche wieder. Guck mal, da ist die irgendwo. Irgendwo ist die Flasche gewesen. Sie wurde gerade angezeigt. Ah! Aha. Gegenstand erhalten. Du hast ein neues Modell freigeschaltet. Du kannst es dir in der Modellansicht über das Startmenü ansehen. Na, ein Glück bin ich nochmal zurückgegangen. Ach, Manu. Wieso kann ich die nicht umbringen? Und verdammt nochmal, wo ist die Karte, die ich da brauche? Und wieso kann ich die Flasche nicht auswählen, die ich in meinem Inventar habe? Fragen über Fragen. Ah, jetzt habe ich die Flasche. Sehr schön. Aber sie bringt mir halt nicht so viel, weil ich erstmal diese scheiß Karte brauche. Es ist halt nur die Frage, wo ist die? Ich habe auch nicht verstanden, was das mit diesem Telefon auf sich hatte. Also wir haben da ein blinkendes Telefon. Das blaue da leuchtet nicht mehr. Wahrscheinlich ist das irgendwo... Was soll die denn sein? Die... Ah, da ist noch was Blaues. Moment. Ich scheine auf jeden Fall nicht weit gucken zu können, wie es aussieht. Weil der Typ hätte mich eigentlich jetzt gerade genau sehen müssen. Hat er aber nicht. Yay, Laborschlüsselkarte, na also. Okay, jetzt werde ich einfach mal die Flasche da hinwerfen. Mal, dass der andere Zombie da auch mitgeht. Oh, verflucht! Der geht natürlich nicht mit. Was soll ich denn jetzt machen? Scheiße, Mann. Nein! Wo ist die Schlüsselkarte los? Komm schon, geh einfach! Wir schaffen das schon irgendwie. Das hat er doch bestimmt gesehen, dass ich hier reingegangen bin. Er hat's gesehen. Scheiße, Mann. Was? Wie komme ich hier weiter? Wie komme ich hier weiter? Was? Wie? Hä? Ah, nein. Ich... Komm, komm. Ah. Nein, oh, mein Gesicht. Ich habe so ein schönes Gesicht. Das ist weg. Oh, verflucht. Das läuft aber auch gerade nicht so, wie ich mir das vorstelle. Warum ist denn nur der eine Zombie da hingegangen? Als ich die gerade eben gerufen habe, sind sie beide gekommen. Ach so, sie gehen alle beide da rein, okay. Ist die Schnecke jetzt wieder da? Also muss ich die Schnecke jetzt nochmal... verbrennen? Ich glaube nicht, oder? Ich gehe mal davon aus, die Schnecke wird jetzt... ja, nicht mehr da sein.
Wie mache ich denn das? Ich könnte natürlich wieder die Typen einfach rufen, dann gehe ich rechts lang. Das könnte klappen. Ich brauche ja im Endeffekt nur genügend Zeit, um... um dann in diesen Schacht da rein zu krabbeln. Muss ich die Karte nochmal holen? Also zumindest das Telefon blinkt noch und die Karte liegt auch noch da. Ah. Na gut, Moment. Ach so, ja, und an den Zombie darf ich auch nicht zu nah rangehen, weil er mich sonst anfasst. Oh, fuck. Diesmal aber ein anderer Zombie, der hat was anderes an. Interessant, dass das sogar ein bisschen Zufall mit dem Spiel ist. Hätte ich gar nicht gedacht. Ja. Oh, fuck. Ich hab irgendjemand gesehen. Nicht gut. Die Zeit nehmen wir uns einfach. Schnell. Rein mit dir! Oh, ich bin einfach ein flinkes Wiesel verflucht. Tja, so ein Ding bekommt er nicht auf, ne? Ihr dummen Zombies. Dumm seid. So. Haha, ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Gut. Durchatmen. Wir machen jetzt Pause. Es war einfach viel zu krass für alle von uns. Wir brauchen unsere Auszeit. Wir nehmen uns diese Auszeit und wir sehen uns morgen wieder. In diesem Sinne, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit man euch loben. Eure Kidman, bis morgen. Tschö, tschö.